Hallo ihr Lieben, hier wieder bei Anjas Gartenreich. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ihr Lieben, ich habe heute einen Gartenrundgang für euch zusammengestellt. Ich habe heute den ganzen Tag hier gefilmt und gewässert und gefilmt und gewässert und geerntet und geschnippelt und das zeige ich euch in diesem Video. Also seid gespannt und bleibt dran. Beginnen möchte ich heute mal im großen Hühnerstall. Das sind unsere älteren Küken und ich werde euch immer mal eine Draufsicht unseres Gartens zeigen. Ihr wisst ja, der ist sehr lang gezogen, das heißt also 100 Meter lang und 20 bis 23 Meter breit ist der Gartenbereich und dann im Anschluss kommt ja auch noch die Streuobstwiese lang hinten. Und ja, ihr seht hier in der Mitte ganz oben rechts den großen Hühnerstall, wo sich dann auch der Winterauslauf der Hühner anschließt, wo die ganzen Kürbisse wachsen. Und das zeige ich euch heute mal zuerst und ich werde euch immer mal die Karte einblenden, dass ihr euch ungefähr vorstellen könnt, wie das alles zusammenhängt. Ja, im Frühjahr hatte ich ja einige Mischlingshühner ausgebrütet. Das sind sie dort hinten von unserer bunten Gruppe. Da war der Maranzahn wohl sehr aktiv. Und das Mooshuhn, das habe ich jetzt mal hier mit reingepackt, weil es ein bisschen beansprucht wurde vom Hahn. Ihr seht das. Und das kann sich jetzt hier ein bisschen ausruhen. Und vor allen Dingen habe ich beobachtet, fand ich ganz niedlich, dass sich die Küken auch sehr an dem älteren Huhn orientieren. Denn das war der Tag, wo ich die Hühner umgesetzt hatte. Das heißt, ich habe sie nachts hier in den großen Stall gepackt. Von dem Aufzuchtstall jetzt hier in den großen Stall, damit sie sich schon langsam dran gewöhnen können. Und siehe da, dass, ja, das ältere Huhn macht den Anfang und geht, traut sich raus und die Kleinen orientieren sich dann an ihm und gehen dann auch hinterher. Die haben sich nämlich am Anfang gar nicht getraut, wirklich rauszugehen. Und ja, fand ich richtig schön zu beobachten, dass es doch toll ist, wenn man doch ein älteres Huhn mit bei den Küken drin hat. Denn ja, dann fühlen diese Kleinen sich einfach auch sicherer. Die Glucke, es ist so, dass die dann irgendwann ihre Küken wegpickt und ich habe schon den Fall gehabt, dass eine Glucke mal einen Küken fast tot gepickt hat, deswegen separiere ich dann die Küken von den Glucken, sobald ich merke, dass die Glucken einfach nicht mehr wollen und die Küken wegpicken, dann werden die voneinander separiert. Und dann geht das eigentlich ganz gut, aber ihr seht, zusammen noch mit einem anderen erwachsenen Huhn klappt das auch super und ja, sie fühlen sich einfach ein bisschen wohler und ich habe auch ein bisschen Futter in den Ausgang gestreut, damit sie sich einfach trauen, mal endlich rauszugehen. Und ihr seht hier, das ist der Dschungel. Wir gehen einfach mal rein. Das ist praktisch der Winterauslauf für die Hühner. Ich habe euch ja schon in mehreren Videos berichtet, dass die Hühner immer, die großen Hühner, auf die Streuobstwiese gehen. Hier steht eine wunderbare Maulbeere, die ich vor 2 Jahren gepflanzt habe. Die ist rotfruchtig und genau, und hier seht ihr die kleine Luke dort hinten und hier seht ihr auch die Küken, wie sie dort rechts hinten jetzt auch rausgekommen sind. Und weil ich den Hühnern natürlich auch immer Kürbisse verfüttere, die wir übrig haben, oder auch ja, die Kerne auf den Kompost packe, samen sich halt in diesem Auslauf immer wie verrückt auch Kürbisse aus. Und weiter hinten in dem Auslauf, den habe ich ja begrünt. Und dort habe ich Kleegras eingebracht und auch ein bisschen Inkarnatklee, damit dort einfach wieder ein bisschen Grün wachsen kann. Und über den Sommer, wenn die Hühner auf der Streuobstwiese sind, da nutze ich den Auslauf sehr gerne, um hier eben noch ein paar Kürbisse für uns zu ernten und auch für die Tiere zum, ja, für den Winter dann, damit die auch was Frisches im Winter haben. Und ihr seht, das macht sich immer super. Wie gesagt, das sind alles selbst aufgekommene Kürbisse. Und auch eine Zucchini habe ich noch reingepflanzt, die nutze ich auch als Futterzucchini und schneide die immer mal für die Hühner auf. Unsere große Maulbeere, die ich ja hier vor 5 Jahren reingepflanzt habe, die weiße Maulbeere.
Und tja, finde ich einfach super, wie toll die gewachsen ist. Und ihr seht dort weiter hinten, es ist jetzt einfach schön begrünt. Und sobald dann die großen Hühner von der Streuobstwiese wieder reinkommen in diesen Winterauslauf, ja, ist es dann natürlich innerhalb von ein, zwei Monaten alles wieder hinüber. Aber trotzdem haben sie dann erstmal etwas Grün zu fressen. Und ich kann natürlich in der Zwischenzeit auch sehr gut die Junghühner hier schon sich eingewöhnen lassen. Jetzt haben sie hier erstmal Ruhe, können halt in Ruhe ohne die Althühner sich hier erstmal eingewöhnen, die ganzen Junghühner, die ich so habe. Und dann im Oktober, November kommen dann die Althühner wieder dazu. Und es wird dann wieder eine schöne große Gruppe, die dann hier praktisch sich austoben kann über den Winter. Und dann beginnt das ganze Spiel im Frühjahr wieder von vorne. Es werden wieder neue Küken gebrütet zusammen mit den Glucken. Und die Althühner kommen wieder auf die Streuobstwiese. Tja, und ich finde, es sieht ganz schön aus, wie das hier so geworden ist in dem Auslauf. Ja, und ich habe hier auch vor 4 Jahren einen Cox Orange reingepflanzt. Der trägt dieses Jahr wunderschön und der steht auch zusammen dort mit Kürbissen und auch mit Beeren, die dort noch reinwachsen. Das heißt, hier wächst ja auch die Thai-Beere mit am Zaun. Ich habe ja den ganzen Hühnerzaun zugepflanzt mit verschiedensten Beeren, Brombeeren, Thai-Beeren, Himbeeren. Denn diese Beeren profitieren natürlich auch vom Dünger der Tiere, vom Dung. Und auch hier wunderschöner Behang drauf auf dem kleinen Buschbaum. Buschbäume, wenn jemand wieder fragt, sind einfach Bäume, die auf einer schwach wachsenden Unterlage veredelt sind. Die werden halt höchstens 3 bis 4 Meter hoch. Und ja, die sind vor allen Dingen auch für kleinere Gärten sehr gut geeignet. Und ich pflanze die auch sehr gern in die Hühnerausläufe rein. Die Hühner setzen sich auch gern mal rein. Und es ist einfach echt schön. Ja, weiter hinten am anderen Ende vom Hühnerauslauf gibt es einen weiteren Zugang zum Hühnerauslauf. Dort lasse ich die Hühner im Winter immer hinten auf die Wiese. Und hier steht zum Beispiel noch eine essbare Eberesche. Die habe ich 4-mal im Garten gepflanzt. Und ihr seht den wunderbaren Behang. Und da werde ich dieses Jahr zum ersten Mal Marmelade draus kochen, aus den Beeren zusammen mit Äpfeln wahrscheinlich. Und hier stehen auch noch ja, ein alter Apfelbaum und ihr seht hier die Phacelia, die aufgekommen ist, die ich hier ausgesät hatte in Granatklee, ist nicht so viel gekommen und auch ein bisschen was von dem Kleegras. Und hier seht ihr auch vertrocknet leider. Hinten ist mein kleiner Buschbaum vertrocknet, den habe ich nicht gewässert. Und ja, und hier ist auch noch ein alter Pool und der soll als Ententeich umfunktioniert werden im Winter. Das berichte ich euch natürlich wieder in kommenden Videos, ganz klar. Und hier steht auch meine japanische Weinbeere, auf die ich echt stolz bin. Und ich sage ja auch immer, pflanzt bitte eure Hühnerausläufe voll mit Beerenobst, denn alles, was ihr natürlich nicht selbst ernten könnt, fällt zu Boden und die Tiere freuen sich dann. Eure Hühner werden es euch danken. Und natürlich haben die Beerensträucher auch gleich reichlich Dünger. Und ja, wachsen dann eben entsprechend gut. Und ihr seht das hier, vor 3 Jahren habe ich diese japanische Weinbeere hier hingepflanzt als kleines Pflänzlein. Und jetzt seht ihr hier, wie toll die trägt. Also ich habe sicher schon 1-2 Kilo Beeren hier von diesem Strauch ernten können. Und das macht mich natürlich sehr glücklich. Und rechts daneben ist auch noch eine Haselnuss, eine großfrüchtige Haselnuss aus Bollweiler, glaube ich. Also eine Zuchtsorte. Und da hängen auch die ersten Haselnüsse dran. Ja, und da schließt sich auch die große Maulbeere an, die ich immer gerne wieder zeige, weil ich es einfach wie ein Wunder finde, dass sie so schnellwüchsig ist. Denn ich habe sie ja hier erst vor 5 Jahren gepflanzt und sie ist jetzt schon so riesig. Und allerdings hatte ich sie als Morus alba, also als weiße Maulbeere gekauft. Sie hat allerdings schwarze Früchte. Also so ganz bin ich selbst mit den ganzen Sorten ja noch nicht so ganz ins Reine gekommen. Das heißt also, es gibt echt so viele Maulbeersorten. Es gibt eben auch die rotfrüchtige, die ich vorne gepflanzt habe, die allerdings nicht aus Asien, sondern aus Amerika kommt. Und so, ja, kann man sich natürlich durchprobieren.
diese hier ist extrem schnellwüchsig gewesen, wahrscheinlich auch durch den guten Hühnermist hier. Denn ich denke, sie braucht auch viel Nahrung, um dann auch viele Früchte zu tragen. Und wir haben hier schon 5-6 Kilo Maulbeeren dieses Jahr ernten können. Und ich habe auch Maulbeersaft gemacht. Also kann ich echt empfehlen, die Maulbeere. Und sie ist auch ein guter Schattenspender. Und vor allen Dingen ist sie ganz toll als Tierfutter geeignet. Denn sie hat ein wirklich sehr proteinreiches Laub, was ganz toll für Ziegen, Schafe, Rinder und auch Kaninchen ist. Und deswegen schneide ich regelmäßig auch Laub runter für die Kaninchen jetzt im Sommer. Ja, und am Zaun wachsen ja auch sehr viele Brombeeren. Die Thaibeeren habe ich schon alle abgeerntet. Die Sommerhimbeeren sind auch schon durch. Die letzten sind mir leider vertrocknet. Ihr wisst ja, bei uns hat es bislang noch nicht geregnet, außer diese Nacht. Diese Nacht kam mal ein bisschen was runter. Ich bin so froh, dass es endlich mal geregnet hat, aber es hat jetzt wochenlang ja überhaupt nicht geregnet. Aber ihr seht, die Brombeeren, ich habe die so ein bisschen mit einem Schattiernetz abgehangen, damit es keine Sonnenbrand gibt. Und deswegen ernten wir jetzt Brombeeren. Und ich lasse hier auch am Zaun alles aussamen. Das heißt, ich lasse alle Sonnenblumen, die kommen, stehen. Ich lasse auch die Beikräuter stehen. Alles sorgt für Beschattung, beschattet den Boden. Und ich kann es auch wieder als Kaninchenfutter ernten. Und ihr seht hier neben unserer Maulbeere steht auch noch eine wilde Pflaume. Ja, die hat sich durchgesetzt. Hier stand von dem Vorbesitzer eine Zierkirsche und diese Zierkirsche war gefropft auf eine wilde Pflaume und die Zierkirsche ist abgestorben und jetzt hat sich die wilde Pflaume durchgesetzt. Ich habe die gezogen als Bäumchen, das war also ein großer Busch und jetzt hier links seht ihr, ich habe die so ein bisschen als Bäumchen geschnitten und ja, das ist jetzt praktisch hier nochmal ein Blick aus dem Hühnerauslauf raus. So sieht das aus. Und dann, wie gesagt, kommen ja bald dann im Oktober, November die großen Hühner auch wieder mit hier rein. Ja, und das ist der Hühnerzaun nochmal von außen betrachtet. Ihr seht, hier wachsen Kräuter, Beeren und Blumen querbeet. Und rechts davon sind die Gemüsebeete. Ja, und ich habe hier auch noch, ja, dass ihr nochmal einen kleinen Einblick bekommt, wie das so aussieht. Hier steht eine Königskerze Lavendel mit Minze und ich habe hier auch noch einen kleinen Hopfen reingepflanzt. Und dieser kleine Hopfen, der soll jetzt hier lang hochwachsen. Man kann ja die frischen Triebe im Frühjahr vom Hopfen so essen wie Spargel. Und der soll jetzt hier richtig schön lang hochwachsen und mir dann das ganze Tor oben wie so einen Bogen lang zu ranken. Der wächst dann hier richtig schön am Tor lang hoch. Ja, und hier auf der linken Seite vom Hühnerauslauf, das ist die Nordseite. Und dort habe ich meine Herbsthimbeeren und auch noch einen Hochstamm. Und ich lasse auch ab und zu mal ein paar Disteln stehen für die Insekten. Ganz wichtig, die sind immer sehr, sehr gut besucht. Ihr seht hier, wunderschön. Und hier stehen, wie gesagt, die Herbsthimbeeren. Die Sommerhimbeeren sind ja jetzt abgetragen und jetzt beginnen die Herbsthimbeeren. Das ist hier, glaube ich, die CFA 3. Die wächst bei uns super gut. Die verbreitet sich hier wie Beikraut. Und das ist der Hochstamm. Das ist ein roter Eiserapfel. Und den habe ich gepflanzt, weil ich gerne einen guten Lagerapfel noch haben möchte, der viel Ertrag bringt, damit, ja, damit wir bis Mai, Juni, Juli vielleicht sogar mit den Lageräpfeln kommen. Denn der rote Eiserapfel ist dafür bekannt, dass er sich besonders lange lagern lässt. Ist also ein Winterapfel. Und als Unterpflanzung für diesen Baum habe ich hier noch so eine Strauchkirsche gepflanzt. Die hat allerdings bisher noch nicht getragen. Sie hat schon öfter geblüht, aber noch keine Früchte gebracht. Und wie gesagt, hier diese wunderbare Himbeere. Denn ich hatte hier noch weitere Sorten gepflanzt und die sind alle eingegangen. Bis auf diese Sorte hier, die sich hier besonders wohl fühlt. Das heißt also, was ich auch oft in meinen Videos sage, ist, wenn eine Himbeersorte bei euch vielleicht nicht gut gedeiht, dann probiert doch mal eine andere Sorte aus. Das heißt nicht, dass Himbeeren allgemein nicht gut bei euch gedeihen. Das heißt einfach, dass die Sorte vielleicht für euren Standort und für eure klimatischen Bedingungen weniger gut geeignet ist. Ja, und so kann ich mir jetzt die ersten Himbeeren ernten und das geht jetzt bis zum ersten Frost.
Und wenn wir schon einmal ganz hier hinten sind, können wir auch gleich noch in den Folientunnel schauen. Der befindet sich nämlich direkt daneben. Der ist hier auf dem Bild noch nicht aufgebaut, nicht, dass ihr euch wundert. Wir haben das ja erst im Winter gemacht und das Bild stammt aus dem letzten Sommer. Ja, ich habe ja schon mehrfach gesagt, dass ich mit dem Folientunnel absolut, ja, begeistert bin, weil wir ja eben diese Dürre ja hatten oder immer noch haben und die Sonneneinstrahlung so intensiv ist. Und die Pflanzen hier drin, die sind natürlich viel geschützter und ihr seht ja, die sehen wunderbar aus. Ja, die Sonnenblumen, die sind hier aufgegangen durch das Kaninchenfutter. Ich habe ja hier ordentlich Kaninchenmist reingepackt und ja, da waren halt immer mal noch ein paar Sonnenblumenkerne dazwischen. Und ihr seht hier die Tomaten, das ist hier die Andenhorn, die hängen ordentlich voll mit richtig großen Früchten. Und auch der Basilikum, da habe ich schon einiges geerntet und hier bin ich jetzt dabei, unten die Blätter von den Tomaten so ein bisschen abzublatten, damit sich eben weniger Krankheiten verbreiten können und damit einfach wieder ein bisschen mehr Luft in die Tomatenpflanzen reinkommt. Und hier seht ihr zum Beispiel die Berner Rose und hier im Vordergrund auch noch die Auberginenpflanzen, da haben wir auch schon geerntet. Also ich bin wirklich richtig, richtig zufrieden. Das Laub der Tomaten lasse ich gleich unten als Mulch liegen, solange es gesund ist. Ja, wenn es krank ist, natürlich nehme ich es raus aus dem Tunnel. Aber solange das Laub gesund ist, dann darf das bei mir als Mulch unter den Tomaten liegen bleiben. Ja, und sobald dann überall reife Tomaten dranhängen, werde ich auf jeden Fall nochmal einen extra Rundgang im Folientunnel mit euch machen und euch die ganzen verschiedenen Tomatensorten, die ich jetzt dieses Jahr habe, vorstellen. Da freue ich mich schon richtig drauf, denn ach, herrlich, hier die Black Grim. Ach, also es ist wirklich ein super Tomatenjahr für uns. Wir haben wirklich riesige Tomaten dran, auch bei der Ananastomate oder hier eine kleine Maracuja habe ich hier mit reingepflanzt. Mal gucken, ob die sich über den Winter hält hier im Tunnel. Und auch hier ein bisschen Kohl, Palmkohl. Und ich habe auch noch mal Gurken im Juni nachgesät. Und die fangen jetzt auch an und fangen an zu tragen. Und die werden dann uns hoffentlich noch ein bisschen länger als die anderen Gurken dann, die ich schon eher gemacht habe, noch ein bisschen länger Ertrag bringen, sodass wir einen gestaffelten Gurkenertrag haben. Und auch vor dem Folientunnel sind neue Beete entstanden. Ja, ich bin jetzt hier schon ganz schön weit nach hinten gerutscht und das ist ganz neu entstanden hier. Das heißt, die Baumscheibe von dem Klarapfel, die ist 2 Jahre alt und der Klarapfel, den habe ich jetzt ja, 3 oder 4 Jahre hier. Der trägt wirklich ausgezeichnet gut und ihr wisst ja, ich pflanze immer gerne Apfelsorten, die sich praktisch ja, abwechseln mit der Ernte. Das heißt also, frühe, mittlere und späte Sorten zum Lagern, aber auch im Sommer dann schon die frühen zum Essen, gleich essen. Und ja, und deswegen habe ich den Klarapfel, auch der schöne aus Bad, guckt mich direkt an. Allerdings hat er seine Früchte durch die Trockenheit alle geschmissen. Ja, ich bin froh, halbwegs froh, dass er wenigstens ganz gut aussieht und nicht so vertrocknet ist. Und deswegen, ja, ist halt so. Und ja, und hier, ich finde, das Beet ist echt schön geworden. Das heißt, ich habe hier noch Mangold drin und auch ein paar Kohlrüben, die mir die Nacktschnecken immer wieder abgefressen haben. Aber es bilden sich Rüben und die werde ich auf jeden Fall drin lassen und mal schauen, ob wir da welche einlagern können für den Winter. Steckrüben-Eintopf machen. Den finde ich echt lecker. Genau, und auch hier ist natürlich der ganze Randbereich bepflanzt. Allerdings müssen die Pflanzen natürlich erst wachsen. Wie gesagt, ich habe hier verstärkt Hainbuchen gepflanzt, weil wir hier wirklich extrem starke Winde immer haben, die alles sehr stark austrocknen. Und ich erhoffe mir einfach, dass die Hainbuchen irgendwann mal den Wind etwas eindämmen. Wie gesagt, ich werde aber auch noch ein paar Bäume dazu pflanzen diesen Herbst. Und das zeige ich euch dann wieder. Ja, und außerdem befinden sich hier noch ein paar Tomaten. Das sind ein bisschen ja, Spätzünder, weil hier war ein Fuchs oder ein Dachs oder ein Marder da und hat mir hier die Beete umgegraben. Und deswegen habe ich einige Tomaten verloren, einige konnte ich retten. Das heißt, das Beet war komplett, ja, komplett durchwühlt und die Pflanzen waren alle rausgewühlt. Aber weil ich jetzt schon so zeitig gesehen habe, habe ich noch fast alle Pflanzen retten können und die fangen jetzt auch an zu tragen. Und auch an zu reifen, einige sogar schon.
Und ja, und hier sind eben, hier ist eben auch die Baumscheibe, ein paar rote Beete habe ich hier noch ausgesät und ein paar Zwiebeln, die leider überhaupt gar nicht wären. Und ja, den Dost, den habe ich so ein bisschen als Umrandung für das Beet gepflanzt, damit man weiß, wo das Beet anfängt und die Wiese aufhört. Ja, und dann ist eben noch die kleine Baumscheibe für den kleinen Pfirsichbaum, den ich dort neu hingepflanzt habe dort. Und ja, wenn das alles mal schön groß wird in 5 bis 10 Jahren, dann denke ich, sieht das alles richtig toll aus. Ich finde es auch jetzt schon schön. Vor allen Dingen der Beinwälder wächst hier so toll. Genau, und das ist sozusagen hier das Ende dieser Gemüsebeetreihe. Diese Gemüsebeetreihe, schätze ich mal, das sind so 20 bis 30 Meter. Ich schreibe euch das nochmal genau hier hin. Ich messe das nochmal aus. Und damit ihr euch das so ein bisschen vorstellen könnt, was das für Größendimensionen sind. Diese ganze Beetreihe sind ungefähr 4 bis 5 Meter breit und eben so 20 bis 30 Meter lang. Und dann kann man sich ja ausrechnen, wie viele Quadratmeter das sind. Und wie gesagt, zwischendrin sind ja immer ein paar Obstbäume. Und diese Beetreihen werde ich aber hier komplett umstrukturieren im Winter mit Daniel zusammen. Und wir bauen hier eben um die einzelnen Beete kleine Beetkästen rundherum, damit ich das einfach besser in Ordnung halten kann. Und damit mir die Schnecken nicht ganz so, diesen Schneckendruck, damit ich den nicht so habe. Vielleicht mache ich sogar um einige Beete dann noch einen Schneckenkragen rundherum. Das muss ich dann mal sehen. Auf jeden Fall geht das mit den Schnecken so nicht weiter. Ich habe halt extrem viele Bohnen dieses Jahr und extrem viel Kohl durch die Schnecken dieses Jahr verloren. Und das möchte ich auf jeden Fall vermeiden für die nächsten Jahre. Sorry übrigens, dass ich so aussehe, wie ich aussehe. Es ist halt extrem heiß und ich bin jetzt schon seit ungefähr 7 Stunden hier draußen am Arbeiten. Ja, es ist so, Permakultur macht auch sehr viel Arbeit, wenn man etwas ernten möchte. Und gerade in solche Zeiten, wenn es sehr dürre ist oder irgendwelche extremen Wettersachen auftreten, dann muss man sich natürlich stärker um seine Pflanzen kümmern, denn auch in der Permakultur können gerade Jungpflanzen, gerade frisch gepflanzte Bäume und so weiter natürlich auch vertrocknen und so weiter. Man kann natürlich durch gutes Design, durch gute Planung sehr viel erreichen, aber trotzdem muss man erstmal dorthin kommen, dass die Pflanzen groß genug und stark genug sind, sich selbst zu helfen. Und man muss sehr viel beobachten und muss die Gegebenheiten in seinem Garten kennen. Und das erfordert viel Erfahrung. Und jeder Garten ist komplett anders. Alle Gegebenheiten sind komplett anders. Und mein Opa, der hat schon wieder, obwohl er nur 2 Kilometer von mir entfernt ist, ein ganz anderes Gartenklima, als ich das hier habe. Bei uns, weil wir direkt am Feld sind und auch in so einer Nische drin, in so einer Senke, sind wir praktisch in so einer Frostsenke drin. Es ist sehr lange kalt bei uns im Frühjahr. Deswegen haben wir auch zurzeit gar nicht viele Pfirsiche. Zumindest die letzten Jahre hatten wir nicht viele. Und es ist aber auch extrem trocken, weil der Wind alles sehr stark austrocknet und extrem heiß. Und weil wir halt einige Hügel hier in der Nähe haben und auch einen Fluss, der praktisch ja, das Wetter immer, das Wasser immer wegtreibt von uns, haben wir sowieso schon sehr wenig Wasser hier. Also unsere Region hier ist sowieso schon sehr regenarm, niederschlagsarm. Und deswegen sage ich, in 10 Kilometer kann die ganze Sache schon wieder ganz komplett anders aussehen. Und deswegen ist es halt auch so wichtig, so in Verbindung mit seinem Garten und seinem Land zu gehen, um das eben sehr stark zu beobachten, wo sind vielleicht Stellen in meinem Garten, die besonders fruchtbar sind, besonders feucht sind, wo hält sich der Frost lange, was kann man vielleicht tun, um eben diesen Spätfrost zu vermeiden und so weiter. Also da gibt es 1000 Möglichkeiten und genau das finde ich eben sehr, sehr spannend an der ganzen Geschichte hier, weil es eben eine Arbeit ist, die extrem kreativ ist, wo man sein eigener Herr ist, wo man praktisch auf einer weißen Leinwand losmalen kann. Und ihr wisst ja, dass ich auch künstlerisch sehr gerne tätig bin. Ich male sehr gerne, obwohl ich dazu halt leider keine Zeit mehr habe. Aber Gärtnern ist ganz ähnlich und die Pflanzen sind ja, die sind dann die Kunstobjekte. Ja, heute ist der 24. Juli, wo ich den Gartenrundgang mit euch mache. Und wenn man hinten aufs Feld schaut, das Getreide ist komplett abgeerntet. Also gestern war hier absoluter Trubel und ganz viele Maschinen und ja, es ist absolut heiß schon wieder. Und ich wollte euch jetzt hier einfach nochmal ein bisschen ja, zeigen,
Wie das hier jetzt aussieht, ich habe ja hier auch schon gen Westen eine große Hecke gepflanzt und bin total froh, dass ich die im Winter sehr stark mit Holz gemulcht habe. Dadurch wird natürlich jetzt die Feuchtigkeit besser gehalten und die Hecke geht mir nicht so schnell ein, denn ich habe ja gar keine Zeit, das alles ständig zu wässern. Das ist vollkommen utopisch. Das heißt, ich schlemme das so ein, zwei Mal im Monat richtig ein und dann muss das halten. Und durch den Mulch, durch die Holzhackschnitzel, die saugen sich ja auch nochmal voll, ist das ganz gut und da kommt die Sonne auch nicht direkt an den Boden ran. Tja, einige unserer Kartoffeln sind schon praktisch ja platt, also das heißt, sie sind reif zur Ernte. Wir lassen die aber noch bis September drin. Wir wässern die auch ab und zu. Ich wässere die einmal in der Woche. Und genauso das Milpa-Beet wässere ich einmal in der Woche. Die Zwiebeln, die habe ich jetzt einfach gelassen, die habe ich abtrocknen lassen. Da sind auch noch ein paar Möhren im Beet, die werde ich jetzt wieder anfangen zu wässern und vielleicht pflanze ich hier noch mal ein bisschen Mangold nach. Aber in der Hitze werde ich das ganz sicher nicht tun. Da muss ich abwarten, bis es wieder ein bisschen entspannter ist mit den Temperaturen. Genau, und ja, die Kartoffeln, damit bin ich eigentlich ganz zufrieden. Wir machen ja immer Mulchkartoffeln ohne Anhäufeln. Das Video kann ich euch gerne nochmal hier verlinken. Das ist echt ganz toll. Dadurch habe ich eigentlich keine Arbeit mit den Kartoffeln. Und sie sind auch immer bedeckt von Mulch, von Mist, von unseren Kaninchen. Und das Milpa-Beet, da bin ich auch super, super stolz drauf, vor allen Dingen, weil es hier hinten durch die starke Austrocknung, durch den Wind sehr, sehr trocken ist. Und deswegen arbeiten wir auch so viel mit Mulch. Das Milpa-Beet habe ich genauso angelegt, auch ungefähr 10 bis 20 cm dick eine Schicht Mist aufgetragen. Deswegen brauchen wir auch so viel Mist und haben auch so viele Kaninchen und Hühner, denn die geben uns diesen Mist, dass wir eben auch ja möglichst autark hier sind. Und dieser Mist wird dann praktisch ja wirklich richtig dick aufgebracht und da rein habe ich dann den Mais und auch die Kürbisse reingepflanzt. Die habe ich alle selber vorgezogen im April, Mitte April. Und dann ja, sind die jetzt halt hier und einmal in der Woche wässere ich das Ganze und zwar durchdringend. Und dann bleibt das wieder ja auch in der größten Hitze ungewässert. Und ihr seht, es scheint zu klappen, es geht super. Das sind ja auch die drei Schwestern. Das ist ja so eine alte südamerikanische Anbauweise. Der Boden wird von den Kürbissen beschattet. Die Bohnen, die ranken an dem Mais lang hoch. Der Mais, der ist ja auch ein Starkzehrer. Die Bohnen stellen wieder durch ihre Knöllchenbakterien Stickstoff für den Mais zur Verfügung und so weiter. Und dadurch bedingen die sich sehr gut. Und es ist eine sehr, sehr gute Mischkultur, Maisbohnen und Kürbisse. Und ihr seht ja, dass es super aussieht. Also mir gefällt es sehr gut. Und wir werden hier sicherlich einige Kürbis ernten können. Und die Kürbisse wachsen jetzt auch an unserer Rankhilfe hoch. Ich wollte halt nicht, dass die in die anderen Beete so reinwachsen. Und ich wollte auch gerne, dass einige Früchte auch an dem Zaun hängen, weil wir halt hier auch hinten sehr viele Wühlmäuse haben. Und die haben uns auch letztes Jahr ziemlich viele Kürbisse kaputt gebissen und einfach weggeknabbert. Und ich hoffe einfach, wenn die dann hängen an diesem Gerüst, dass wir da einfach ein paar mehr Kürbisse für uns haben. Genau, also ihr seht hier hinten, also das sind auch nochmal, ja, das ist eine ganze Menge Anbaufläche hier hinten nochmal. Und das benutzen wir halt praktisch als Acker und rotieren dann immer. Nächstes Jahr müssen wir die Kartoffeln hier komplett wegnehmen, weil wir jetzt hier schon 3 Jahre Kartoffeln haben auf verschiedenen Stellen. Und die werden dann nochmal an eine andere Stelle gepflanzt. Wir haben hier nämlich noch so einen großen Totholzhaufen liegen. Der soll dann verteilt werden in verschiedene Beete hinein. Das kommt aber alles im Winter. Der wird also hier komplett beseitigt, zur Seite geräumt. Und dort kommen dann die Kartoffeln für nächstes Jahr rein. Und hier auf dem Acker werde ich dann Futterrüben, rote Beete, noch mehr Zwiebeln. Also alles das, wo wir wirklich Massen davon brauchen, wirklich viel auch für den Winter brauchen. Das wird dann hier auf den kleinen Acker kommen. Und alle Sachen, die ziemlich filigran sind, wo die Schnecken schnell rangehen, wie zum Beispiel Kohl und Bohnen, werden in diese Raised Beds, also in diese angehobenen Holzbeete kommen, die wir dann im Winter bauen wollen. Und so versuche ich mir hier so ein bisschen ein System zu erarbeiten, wie es für mich leichter ist, das alles zu bewältigen. Und ja, das ist ein langer, langer Prozess.
Aber ja, desto öfter und länger man das macht und desto mehr man seinen Garten beobachtet, desto besser, denke ich, man muss viel ausprobieren, desto besser klappt das dann auch. Und in diese Raised Beds, also wollen wir dann auch eben, also in diese angehobenen kleinen Mini-Hochbeete, wollen wir dann wahrscheinlich auch eine Tröpfchenbewässerung installieren, so dass ich da einfach auch nicht mehr wässern muss. Und hier hinten werde ich einfach auch wieder einmal die Woche einfach sprengen. Das hat bis jetzt hier am besten geklappt und wir können ja nur hoffen, dass es ja vom Wetter her wieder besser wird und wir nicht mehr allzu viel Hitze haben die kommenden Jahre. Aber wir müssen natürlich davon ausgehen, dass die Trockenheit bleibt und deswegen denke ich, müssen wir wirklich alternative Wege finden. Und ich werde auch hier im Herbst, da werde ich euch auch mitnehmen, noch mehr trockenheitsresistente Bäume und so weiter auf die Westseite hier drüben pflanzen. Ihr habt ja gesehen, ich habe hier schon jede Menge Hartriegel zum Beispiel und auch Hainbuchen. Und ja, der Hartriegel sollte eigentlich eine Kornellkirsche sein. Das wurde leider an der Baumschule verwechselt. Ich habe es als Kornellkirsche gekauft. Aber ich habe jetzt noch zwei Kornellkirschen vorne, die stehen noch im Topf. Die werde ich auf jeden Fall auch im Herbst pflanzen. Ich möchte sie bloß jetzt noch in dieser Trockenheit im Topf lassen, weil ich sie dort besser kontrollieren kann und besser wässern kann, dass sie mir nicht hier gleich eingehen. Aber ja, es braucht natürlich alles auch Zeit, um zu wachsen. So eine Hecke, habe ich gelesen, dauert 4 Jahre, bis sie richtig angewurzelt ist und dann erst schießt sie wirklich los ins Wachstum. So, und ihr seht, wir haben vor 5 Jahren hier angefangen. Ich habe halt ja auch nach und nach gepflanzt, nicht alles auf einmal, weil ich das ja auch nicht schaffe. Ich pflanze immer peu à peu, jeden Herbst ein bisschen was. Ist ja auch eine finanzielle Frage, sich immer die ganzen Pflanzen leisten zu können. Aber jetzt, wo ich mein Arsenal an Pflanzen zusammen habe, kann ich mir natürlich auch über Stecklingsvermehrung selber Pflanzen dann auch machen und produzieren, nachproduzieren, um die dann hier auch einzubringen. Allerdings, wenn ich Stecklinge mache, verliere ich ja wieder 2-3 Jahre, denn in der Baumschule, wenn man sich da Pflanzen kauft, dann sind die meistens schon 3-4 Jahre alt und dann hat man natürlich einen kleinen Vorsprung. Das sind halt alles so Sachen, die man wirklich abwägen kann, wo es so viel drüber nachzudenken gibt. Kleinere Bäume oder Bäume, die jetzt bereits schon aus Samen hier aufgegangen sind, die können natürlich auch gleich eine ordentliche Wurzel machen und richtig nach unten wurzeln und werden nicht immer wieder wie in der Baumschule wieder gekappt und wieder ja, in Ballenform gebracht, denn die werden ja regelmäßig einmal im Jahr umgepflanzt, damit sie eben nicht so eine krasse Wurzel ausbilden. Aber gerade für solche trockenen, heißen Zonen wäre es natürlich gerade gut, wenn man Bäume hat, die hier schon als Samen aufgehen. Wir haben nämlich auf der Streuobstwiese einige kleine Kirschbäume, die wir auch stehen lassen, die wir auch nicht wässern, die einfach dann die lassen wir stehen und hoffen, dass da einige durchkommen. Und die können natürlich dann direkt sich an dieses Klima gewöhnen und ihre Wurzel schön tief nach unten machen in die Bodenfeuchte hinein. Obwohl wir ja keine Bodenfeuchte mehr haben, das heißt bis in 2 Meter Tiefe ist keine Bodenfeuchte mehr da. Und wenn wir wissen, Apfelbäume zum Beispiel sind Flachwurzler, die kommen höchstens 1 Meter in die Erde rein, wo soll dann das Wasser herkommen? Das sind alles solche Gedanken, die ich habe und die möchte ich gerne mit euch teilen und deswegen mache ich die Videos und jetzt höre ich auf zu quatschen und wir gehen weiter. Schreibt mir das gerne mal rein, wer weiß, was das ist. Ich würde es gern wissen, ist von selbst hier aufgegangen. Davon haben wir, glaube ich, auch noch eins. Und auch hier hinten habe ich noch was gepflanzt. Hier den dunklen Bluthasel und noch eine Maulbeere. Hier ist ja die Laube, die wir noch haben. Die ist ziemlich schrottig. Die müssen wir mal irgendwann auf Vordermann bringen. Und hier hinten steht noch ein wunderschöner Baum, ein wunderschöner Apfelbaum. Ein Luxton Superb und der trägt wieder seit 2 Jahren, er hat 2 Jahre nicht getragen und jetzt trägt er wieder und da oben sitzt ein Star. Jetzt haben wir uns den gesamten hinteren Gartenteil ohne Streuobstwiese angeschaut. Also das waren jetzt ungefähr 1000 Quadratmeter. Und jetzt gehen wir noch den ganzen vorderen Teil anschauen. Und wir beginnen dabei wieder in der Mitte, nämlich am vorderen Hühnerauslauf. Denn dort möchte ich euch auch noch etwas zeigen.
Ja, hier seht ihr auf der linken Seite schon so ein Raised Bed und da sind meine Kohlpflanzen drin und hier so ein kleiner junger Feigenbaum und den wollte ich euch unbedingt mal zeigen, denn ich glaube, das habe ich irgendwie noch gar nicht gemacht. Und ja, also die Stecklinge habe ich bekommen vor 2 Jahren von Bekannten aus dem Nachbardorf, wo diese Feige wirklich üppig trägt. Bei mir hat sie bis jetzt immer die Blüten abgeworfen. Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich, was ich noch machen kann. Das ist eine wunderbar kräftige Pflanze und ich hoffe, dass sie jetzt vielleicht mir ein paar Herbstfeigen bringt, denn sie hängt üppig voll mit kleinen Feigen, kleinere und größere. Und ich hoffe einfach, ja, ich wässere sie jetzt ab und zu. Ich habe sie anfangs nicht gewässert, weil ich möchte sie natürlich auch ein bisschen robust erziehen. Vielleicht hat sie auch durch die Trockenheit die Früchte geschmissen. Ich weiß es nicht. Also ich hoffe einfach auf baldigen Ertrag. Und ich habe auch einige andere Sorten Feigen noch hinzugekauft jetzt, denn ich möchte auch mehr in die Richtung Feigen gehen, eben in Voraussicht auf die heißeren Sommer. Der Kohl gedeiht hier in diesem Raised Garden Bed richtig gut. Ich habe hier richtig ordentlich Hühnerkompost und sowas eingebracht und ihr seht, das ist hier Rotkohl, Weißkohl und ein bisschen Kohlrabi ist auch noch drin und der sieht richtig gut aus und ich habe den hier so ein bisschen mit einem Schattiernetz beschattet, weil die Sonneneinstrahlung Intensität einfach so krass ist und es tut dem sichtlich gut, aber er braucht auch echt viel Wasser. Das heißt, jeden Tag einmal gießen ist angesagt. Das ist ganz wichtig. Direkt gegenüber unseres Hühnerauslaufs befindet sich das Gewächshaus. Das könnt ihr hier im Hintergrund gut sehen. Und dieser wunderschöne 3-jährige Gewürzfenchel oder Teefenchelstaude. Der Fenchel ist ein wahrer Insektenmagnet und es ist auch wirklich ganz toll im Garten. Ich habe den jetzt schon sehr oft über Samen vermehrt und ich habe jetzt schon 10, 12 dieser Stauden im Garten, denn ich finde es einfach so, so toll. Man kann eben die Blätter schon rechtzeitig im Frühjahr ernten und dann eben auch die Samen als Tee oder zum Würzen. Ja, und hier seht ihr das Waldgartenbeet. Das ist direkt, ja, gleich gegenüber vom Gewächshaus. Das Gewächshaus auf der rechten Seite und hier als Raumteiler das Waldgartenbeet. Hier sind meine Erdbeeren drin und hier zum Beispiel eine kleine Walnuss, die sich hier ausgesamt hat. Die muss ich allerdings noch umpflanzen, denn die wird mir natürlich hier zu groß und beschattet dann zu sehr. Hier eine kleine Brombeere, das ist eine kleinfruchtige Brombeere, die sehr, sehr süß ist. Also die hat kaum Säure, die ist ganz lecker. Die essen wir immer gleich so im Garten. Die schafft es meistens gar nicht bis nach oben in die Küche. Zum Einkochen nehmen wir dann eher die saureren Sorten. Da haben wir auch noch reichlich überall an den Zäunen wachsen, also Brombeeren, ganz, ganz tolle Sache auch. Und ja, und hier haben wir vor allen Dingen auch noch zum Beispiel hier die Josterbeere drin. Die habe ich aus Stecklingen selbst vermehrt. Und auch die Glencoe, eine Himbeere. Und man sieht hier, die ist jetzt abgetragen, das heißt, die ganzen Beeren sind abgeerntet. Die alten Ruten, die werde ich dann bald rausschneiden und werde die vielleicht auch nochmal für die Kaninchen bereitstellen als Kaninchenfutter. Und sie hat aber schon schöne, große, neue Ruten ausgetrieben dann für das neue Jahr, fürs nächste Jahr, dass wir dann auch wieder eine gute Ernte haben können. Also die Glencoe ist ein Massenträger, schmeckt auch sehr gut, kann ich sehr empfehlen. Und hier seht ihr den Hochstamm, das ist eine Goldparmene, die wächst hier praktisch in der Mitte, genau in der Mitte unseres Gartens habe ich die gepflanzt, ein wunderschöner Baum. Ja, als Unterpflanzung gehört ja alles zum Waldgartenbeet noch dazu, zum Beispiel der Elefantenknoblauch, Aronia-Beeren sind dort drin, verschiedene Blumen, Bartnelken, Cosmea, Winterheckenzwiebeln, also ihr seht schon der rotlaubige Holunder
Und hier finde ich auch ganz, ganz toll den Schnittknoblauch und wirklich alle Zwiebelgewächse. Die Blüten der Zwiebelgewächse sind auch ganz toll für Insekten und sehen auch immer total schön aus, wie ich finde. Und natürlich schmeckt der Schnittknoblauch auch sehr gut. Und ich pflanze halt auch gerne Zwiebelgewächse zwischen die Erdbeeren, zwischen die Beeren, denn sie sollen mir so ein bisschen die Pilzkrankheiten fernhalten. Deswegen werde ich auf jeden Fall auch wieder Knoblauch stecken dieses Jahr noch im Herbst, im Oktober, zwischen die Erdbeeren. Ja, und wir schauen jetzt nochmal in die andere Richtung, also nach Norden wieder in Richtung des Hühnerauslaufs, wo wir vorhin schon waren. Und da ist unser Untergang. Das heißt, wir haben da so einen kleinen Durchgang gebaut, sodass wir auch dort unsere ganzen Kübelpflanzen aufstellen können und auch Rankenpflanzen lang hochranken lassen können. Und da habe ich zum Beispiel jetzt schon vor 2 Jahren einen Wein gepflanzt. Der hatte jetzt noch ein bisschen Schwierigkeiten, sich zu etablieren, aber ich denke, er kommt jetzt langsam. Ihr seht, wenn ihr da durchguckt, seht ihr das Waldgartenbeet wieder. Und dort stehen eben Kübelpflanzen, wie zum Beispiel Heidelbeeren im Topf. Denn die Heidelbeeren, ja, die kann ich in unserem kalkhaltigen Lehmboden nicht so pflanzen. Die brauchen ja saure Erde. Deswegen habe ich die alle im Topf. Und dann auch den Blaugurkenwein, die Akebie, habe ich hier gepflanzt. Die soll hier richtig schön drüber ranken und auch diesen Durchgang hier richtig schön beschatten. Und irgendwann wird eben dieser Gurkenwein und dann eben auch der andere Wein, der richtige Wein, eben hier alles schön zumachen. Und dann kann man auch nicht mehr hier direkt nach hinten durchschauen, denn ich möchte ja hier, weil unser Garten ja so langgezogen ist, verschiedene Gartenräume schaffen. Ja, und das kann man halt sehr gut, indem man eben auch in die Höhe gärtnert und eben nicht nur unten am Boden lang gärtnert, sondern auch versucht, in die Höhe zu kommen. Und deswegen haben wir hier auch diesen Raumteiler gebaut. So können wir halt hier durchlaufen zum Gewächshaus hin. Ihr seht das im Hintergrund. Dort ist auch meine kleine Jungpflanzenanzuchtstation. Und auf der linken Seite, jetzt wieder Richtung Süden gelaufen, kommt das Mandala-Beet. Und auch hier habe ich am Zaun, also an diesem Ranggerüst entlang, eben verschiedenste Beeren wie die Thai-Beere gepflanzt. Die sind aber jetzt auch schon alle abgeerntet. Die habe ich mit den Himbeeren zusammen zu Marmelade verarbeitet. Und die bringen jetzt aber auch schon fürs nächste Jahr schöne große Ruten, die ich jetzt bald auch mal hochbinden muss, denn die brechen ziemlich leicht ab. Und im Hintergrund seht ihr dann auch schon das Mandala-Beet. Und hier seht ihr nochmal die ganzen Kübelpflanzen und meinen schönen großen Pfirsichbaum. Der ist schon richtig schön groß geworden dort hinten, trägt leider aber gerade keinen Pfirsich. Das heißt, ich hoffe dann mal auf eine Ernte im nächsten Jahr. Drückt mir die Daumen. Hier stehen Ananassalbei, verschiedene Dahlien von meinem Großvater, aber auch verschiedene Kräuter, die jetzt nicht unbedingt winterhart sind, wie zum Beispiel die Zitronenverbene. Aber auch ein bisschen Thymian, Oregano, das Unsterblichkeitskraut habe ich hier noch mit dabei. Den Zimmerknoblauch, der ist auch nicht winterhart, den hole ich dann auch immer rein. Und ja, also verschiedenste Sachen habe ich hier noch so drin. Fruchtsalbei, das ist hier der Zimmerknoblauch, da ist auch alles essbar. Die kleinen Blüten kann man essen, auch die Blätter. Und ich finde das immer sehr wunderschön. Und ja, und der Gewürztragete ist zum Beispiel, also verschiedenste Kräuter noch in Töpfen und auch ein paar Zitruspflanzen, die vergesse ich immer zu düngen. Deswegen ja, sind die Blätter ein bisschen hell. Die muss ich auf jeden Fall mal wieder düngen. Auch die weiße Melisse, die habe ich hier noch im Topf, die werde ich aber auch noch auspflanzen. Oh, ich liebe die weiße Melisse, die hat so ein ganz liebliches Aroma. Ich mag die wirklich sehr, sehr gern. Ja, und ich finde es einfach schön, auch so ein paar Pflanzen im Topf zu haben.
Ja, ich habe ja noch ein Beet auch vor dem Gewächshaus und das habe ich ein bisschen stiefmütterlich behandelt dieses Jahr. Aber ich habe hier ganz neu eine Zitronentaglilie reingepflanzt und auch ein paar Tomaten, die sich jetzt sogar ganz gut machen. Die haben am Anfang ein bisschen rumgemeckert, aber jetzt geht's. Ein paar Kohlrabi-Pflanzen, da habe ich aber die meisten schon rausgeerntet. Bisschen Petersilie wächst hier noch. Und auch zwei Gurken. Und erstaunlicherweise werden die Gurken auch. Die werden ein bisschen beschattet von den Tomaten. Das tut denen, glaube ich, ganz gut. Da hinten steht auch noch ein Mangold drin. Also hier ist wieder alles komplett kunterbunt durcheinander. Aber trotzdem, es gibt ein paar Früchte zu ernten. Das ist die Hauptsache. Ihr seht hier zum Beispiel die Black Cherry. Das ist ja meine Lieblingstomate. Die muss einfach immer da sein. Das ist mir wichtig. Und ja, so habe ich eben hier noch vier, fünf Tomatenpflanzen stehen vor dem Gewächshaus. Genauso wie hier diese rotbraune Flaschentomate aus Kasachstan. Oh, die mag ich so, so gerne. Und ihr seht hier, die Tomatenpflanze hat schon die Blätter so ein bisschen eingerollt. Das ist ja so ein bisschen so ein Verdunstungsschutz auch von der Pflanze. Das zeigt dann auch an, dass sie Wasser braucht und dass es ziemlich heiß gerade ist. Und auch hier an der Seite vom Gewächshaus, so ein bisschen im Windschutz, ist auch eine kleine Feige eingezogen. Das ist, glaube ich, eine Pfälzer Feige. Die habe ich als Steckling mir besorgt im Frühling und habe die hier eingepflanzt und die ist auch angewachsen. Das heißt, sie hat auf jeden Fall kleine Blätter neu ausgetrieben. Da freue ich mich sehr drüber und ich hoffe, dass es ihr hier sehr gut gefallen wird. Und dass sie dann hier groß und stattlich wird. Ja, und hier ganz am Rand des Beetes ist hier noch so eine Unterpflanzung aus Minze. Ihr seht, wie die sich hier ausgebreitet hat. Und eine junge Birke, die ich hier auch als wieder als Wind und Schatten gepflanzt habe, Schattenpflanze. Und da ist auch noch der Anis-Isop, der jetzt so wunderschön blüht. Den mag ich auch total gerne. Dann jetzt gehen wir noch mal vom Folientunnel ganz hinten mit unseren geernteten Sonnenblumen nach ganz vorne zu den Kaninchen. Und das ist wirklich ein Weg, den ich jeden Tag mehrfach laufe. Das heißt so die 80 Meter ungefähr vor und zurück, vor und zurück, vor und zurück und noch mal vor und zurück. Und ja, und wenn man dann was vergessen hat, dann muss man wieder hinterlaufen und so geht das den ganzen Tag lang. Ja, aber es ist ja nicht schlecht. Ich meine, in der größten Hitze mag man es nicht so gerne machen, aber ansonsten ist das ja auch kein Problem. Ja, der Auslauf der Kaninchen, den ich ja auch angelegt hatte, der ist leider komplett vertrocknet. Das ist echt schade. Ich hatte ja hier auch Kleegras angesät, damit die Kaninchen immer mal auf die Wiese können. Aber aus Zeitgründen habe ich hier nicht oft gewässert. Da hatte ich einfach andere Prioritäten. Und dann sieht das eben so aus. Ja, und deswegen muss ich jetzt halt schauen, dass ich Laub den Kaninchen verfüttere oder eben Beikräuter. Deswegen lasse ich auch alles stehen. Die kriegen auch Disteln zu fressen zum Beispiel. Also nicht diese Kratzdisteln, aber es gibt ja auch die Gänsedisteln, auf die sie total abfahren, die Kaninchen. Die mögen das total gerne. Und ich füttere auch sehr viel Laub. Zum Beispiel, wenn ich die Bäume jetzt den Sommerschnitt mache, kriegen sie das natürlich, die Obstbäume. Oder auch von wild aufgegangenen Zwetschgen. Oder ja, also alles Mögliche. Ihr seht ja hier auch, die Sonnenblumen mögen sie sehr gerne. Natürlich das Laub der Maulbeere ist auch eine Option. Und auch die Weidenhecke habe ich ja gepflanzt, um meine Tiere damit zu füttern. Allerdings leiden die Weiden jetzt auch im Moment sehr. Deswegen habe ich da jetzt auch nichts geerntet. Und ja, ansonsten gibt es halt sehr, sehr viel Heu, natürlich rund um die Uhr für die Kaninchen, aber ein bisschen Grünzeug, vor allen Dingen von hinten aus dem Hühnerauslauf, den ich ja auch ab und zu wässere.
dort bekommen sie dann auch, dort können wir ja auch dann reichlich ernten und auch von der essbaren Ölweide, die ja auch besonders trockenheitsresistent ist, dort ernte ich mir auch regelmäßig etwas und auch wenn ich die Himbeeren schneide, das kommt jetzt demnächst wieder an die Reihe, dann bekommen die Kaninchen auf jeden Fall auch die abgetragenen Himbeerruten zu fressen. Ja, die Kaninchenvoliere ist ja letztes Jahr im Dezember erst fertig geworden und ich habe gleich im Frühjahr auch noch hier ein kleines Beet angelegt für die Kaninchen direkt. Natürlich können wir dort auch selber ernten. Dort sind wieder Sonnenblumen selber aufgegangen, weil ich auch wieder mit Kaninchenmist dort gedüngt habe. Und hier seht ihr diesen Gewürzfenchel wieder. Den fressen natürlich auch die Kaninchen super gerne. Und ich habe einen Wein gepflanzt zur Beschattung. Das ist die Stefanie. Und die trägt auch schon die ersten Trauben. Da freuen wir uns schon sehr drauf. Die essen wir natürlich selbst. Aber man kann natürlich auch den Wein, ja, also die Weinblätter, alles, was man dann schneidet vom Wein, der ist ja sehr starkwüchsig, kann man natürlich auch den Kaninchen verfüttern. Und deswegen dachte ich, ich muss unbedingt hier noch vor die Voliere natürlich alles wieder zupflanzen. Das ist ja immer wichtig, so viel wie möglich pflanzen. Ja, und die beschatten sich ja auch gegenseitig. Und die Mischkultur, ich finde die einfach wunderschön. Und mein Mischlingskohl, diese Mischung aus Grünkohl und Palmkohl steht hier mit drin. Das ist ein wunderbarer Blattkohl, den blatten wir natürlich immer von unten ab. Mangold, Palmkohl, ewigen Kohl und auch das Mutterkraut. Und natürlich auch den Beinwell, der ist noch recht klein, den lasse ich erstmal sich etablieren. Und die Schafgarbe befinden sich alle hier drin. Tja, das Eisenkraut und noch einige andere, die stehen hier noch in meinen anderen Baumscheiben. Also ich habe hier noch zahlreiche verschiedenste Kräuter und auch Blühpflanzen, auch wieder für die Insekten. Und ich habe ja hier noch diese drei kleinen Buschbäume im Eingangsbereich. Ich denke mal, die sind so zwischen 20 und 30 Jahre alt. Das sind drei Apfelbuschbäume. Und die haben jeweils eben so eine Unterpflanzung von mir im letzten Jahr bekommen. Und hier sind eben die Kaninchen. Ihr habt ja schon die Kaninchenvoliere gesehen, also die Zwergwidder. Und hier sind auch die großen Widder, die Meißnerwidder. Ja, die Meißnerwidder hatte ich eigentlich ursprünglich gedacht, dass wir die zur Zucht einsetzen. Das sind Hilde und Waltraud. Das sind zwei Häsinnen und ja, Geschwister, die kommen super, super gut miteinander klar. Die putzen sich auch immer gegenseitig fleißig. Wir haben sie hier in so eine Voliere gepackt und die haben natürlich auch einen Stall. Also dort können sie ja, sich zurückziehen. Da ist auch Heu drin und Wasser und so weiter. Und dort schlafen sie auch gerne oben drin. Und ja, tagsüber sind sie halt auch gerne hier unten zugange. Und ja, damit sie halt ausreichend Platz haben. Und eigentlich hatte ich mal vorgehabt, eine Erhaltungszucht mit den beiden zu machen. Allerdings ja, fällt es mir halt schwer, die Jungtiere abzugeben und schlachten möchte ich auch nicht. Und deswegen ja, haben wir uns jetzt dafür entschieden, keinen Rammler anzuschaffen und die beiden einfach weiterhin so als Haustiere zu halten und sie einfach auch zu nutzen, um eben auf bedrohte Haustierrassen aufmerksam zu machen, dass es diese eben gibt. Im Falle, es interessiert sich jemand dafür, eben dann vielleicht eher diese Rassen zu unterstützen und diese Rassen eben weiter zu erhalten, als jetzt vielleicht Rassen, die es schon wie Sand am Meer gibt. Die Meißnerwidder sind wirklich wunderschöne Tiere, richtig schön groß, aber ist natürlich ein Mastkaninchen, ein Fleischkaninchen und ja, dieser Spruch, erhalten durch Aufessen, das ist ziemlich makaber. Also ja, ich komme damit noch nicht so richtig zurecht und deswegen kommt es für uns nicht in Frage zu schlachten, die Kaninchen zu schlachten und deswegen ja, zeige ich sie euch einfach immer mal und sie sind jetzt für uns eben einfach ja, unsere Gesellen, wir erfreuen uns an ihnen und wir nutzen natürlich den Dünger wieder. Das ist ja ganz klar.
Ja, und zum vorderen Gartenbereich gehört auch noch der kleine Teich. Hier rennen die kleinen Seidenhuhnküken rum, die büchsen immer aus. Und ja, auch der kleine Sandkasten von den Kindern, den ich mit Weiden bepflanzt habe. Ja, das gehört natürlich auch alles noch zum vorderen Gartenbereich, dort wo wir auch immer sitzen und ab und zu ein Feuerchen machen. Zum Beispiel, hier ist auch noch eine schöne Feige. Das ist auch ein Steckling aus dem Nachbardorf. Mal gucken, ob die auch irgendwann mal noch trägt. Ja, und auch hier ist wieder der Gewürzfenchel zu sehen. Ich mag den ja wirklich sehr gerne. Echinacea da links und hier ist der kleine Teich. Und da ist zum Beispiel der Blutweiderich, der jetzt schön blüht, immer so im Juli und August blüht er immer schön. Und ja, also unser Teich ist wirklich schön geworden, finde ich. Also die ganzen Wasserpflanzen, die gedeihen hier drin sehr gut. Die Binsen und auch die Zwergrohrkolben, die kommen jetzt richtig gut zum Vorschein. Aber durch die Trockenheit muss ich natürlich auch den Teich regelmäßig mit Wasser auffüllen, dass er mir nicht komplett eintrocknet. Und wir haben sogar zwei Frösche drin. Und es gibt jeden Abend um dieselbe Zeit, also ungefähr zwischen 18 und 19 Uhr, ein Frosch. Konzert und das ist echt schön. Ja, und westlich vom Teich schließen sich noch verschiedene Beete an, wie zum Beispiel hier der kleine Quittenbaum mit Unterpflanzung Echinacea und Fenchel, Schafgarbe, ein kleiner Pfirsichbaum hat sich hier ausgesamt und die Indianerbanane, die ist noch nicht eingegangen, die steht aber schon seit 3 Jahren und wächst nicht wirklich voran. Ja, auch noch einige Kiwis habe ich hier am Zaun und ihr seht, die Blütenmischung, die ist schon verblüht, meine schöne Blumenwiese hier. Und da ist auch noch eine Birne, die Naschi-Birne und auch noch weitere Kiwis. Und dann kommt auch schon das Mandala-Beet im Hintergrund. Und natürlich hier wieder der bepflanzte Zaun mit den Kiwis und den Brombeeren. Der Aland, der blüht jetzt hier wunderschön, denn ich habe ja rund um das Mandala-Beet noch verschiedenste Stauden. Hier der Steppensalbei und natürlich hier auch der schöne Sonnenhut. Ach, ich liebe das. Genau, und natürlich ist das auch immer Insektenmagnet und man kann hier wirklich sehr viele Wildbienen beobachten und ich finde, das sieht schon sehr, sehr schön aus. Natürlich auch, wenn man weiß, was es alles ist, denn fast alles hier ist essbar oder ja, irgendwie nützlich für Insekten und Co. Hier zum Beispiel ein schöner Pfirsichbaum, den ich hier vor 4 Jahren hingepflanzt hatte. Und der hat auch eine Unterpflanzung und da ist auch ein Staudenbeet mit Salbei und mit verschiedensten, ja, Johanniskraut und Erdbeerminze und alles Mögliche. Also ganz, ganz viele verschiedene Pflanzen, die alle irgendeinen Nutzen haben. Die Königskerzen, die dürfen sich bei mir ja immer aussamen, genauso wie die rote Melde. Hier ist noch eine kleine Kiwi, für die wir noch ein Ranggerüst bauen müssen. Und der Rucola-Salat hat sich wie verrückt ausgesamt, genauso wie der kleine Pfirsichbaum hier. Und natürlich auch jede Menge Blumen, die Speisechrysanthemen, Ringelblumen, die sich ja bei mir immer selbst aussamen. Das heißt also, der Garten gestaltet sich mehr und mehr selbst. Denn umso mehr Pflanzen man sich selbst überlässt und sich selbst aussamen lässt, hier der ewige Kohl, da hatte ich noch mal wieder einige Stecklinge gemacht. Ja, umso mehr verbreiten sich die Pflanzen auch und suchen sich ihren idealen Standort, um dann dort gut zu wachsen. Hier unterm Schattiernetz noch mal rote Beete. Das muss ich ja, die habe ich heute und noch ein bisschen vom Beikraut befreit, nochmal zwei Gurken. Da haben wir auch schon einige geerntet. Und hier seht ihr jetzt wieder den Durchgang, den ich euch vorhin schon mal gezeigt habe, auf der Nordseite des Mandala-Beetes. Ja, alles voller Ringelblumen. Ich habe dieses Jahr alles stehen lassen, auch die schönen Sonnenblumen, die sich hier selbst ausgesamt haben, einfach um eine bessere Schattierung hinzubekommen, dass der Boden einfach immer gut beschattet ist. Das war mir einfach ganz, ganz wichtig und das machen die Ringelblumen wirklich sehr gut. Bohnen werde ich nicht mehr ins Mandala-Beet pflanzen, weil der Schneckendruck einfach zu hoch ist. Aber die Bohnen, die ich jetzt hier dran habe, die nehmen
nehme ich einfach nur für die Saatgutgewinnung, damit ich mir die einfach fürs nächste Jahr erhalten kann. Die hatte ich zugeschickt bekommen von einer Zuschauerin. Herzlichen Dank nochmal dafür. Die ostfriesische Bohne. Und hier seht ihr, ja, die Ringelblumen gehen langsam in den Samen und da werde ich wieder fleißig sammeln und wieder Saatguttütchen dann zurecht machen. Hier ist nochmal marokkanische Minze und ja, das sieht hier alles ziemlich, also kunterbunt aus, die Ringelblumen natürlich wieder, denn in dem Beet ist so gut wie gar nichts gewachsen durch die Trockenheit. Zum einen haben wir die Schnecken dort den Kohl weggefressen, aber ja, dafür stehen jetzt eben schöne Ringelblumen dort und der Mangold, der in den Samen geht. Die Erbsen müssen bald raus, ja, und auch der Salat geht in den Samen und da werde ich auch bald Salatsamen ernten können. Ja, das einzige Beet ist das hier, was so halbwegs Ertrag gebracht hat. Hier sind einige Kohlpflanzen gekommen. Auch der Mangold sieht ganz schön aus. Ein paar Gurkenpflanzen stehen hier noch drin. Und eine riesige Hecke mit ewigem Kohl dort. Und ja, die Winterheckenzwiebel, da hatte mich auch jemand gefragt, wann man die dann beernten kann, ob man die auch beernten kann, wenn die schon geblüht hat. Und tatsächlich hier diese alten Stängel, die ich jetzt hier raushole, das sind die, die schon geblüht haben. Die kann man dann so einfach entfernen und sie treibt dann einfach wieder neu aus. Ihr seht das hier, die hat wieder wunderschönes Laub, was man jetzt natürlich auch wieder beernten kann, noch bis in den Oktober, November hinein. Also die Winterheckenzwiebel beerntbar von März ungefähr bis in den Oktober, November. Natürlich dürft ihr die Zwiebeln nicht herausnehmen, denn die sollen ja am Boden bleiben und die produzieren dann natürlich immer wieder neues Laub, also immer wieder neuen Zwiebellauch, den ihr dann beernten könnt. Ja, und zum Schluss zeige ich euch noch ganz schnell meine kleine Mini-Anzuchtstation. Und hier habe ich auch Wein gepflanzt, oder besser gesagt, mein Opa hat mir den gepflanzt. Das heißt, hier drei Weinstöcke, da hängt auch schon ordentlich was dran. Und rechts, den ganz rechten Wein hier, habe ich selbst gepflanzt vor 2 Jahren und da hängt auch ordentlich was dran. Und genau, und der soll dann irgendwann mal hier drüber wachsen, da wollen wir noch was bauen. Und soll dann unser Gewächshaus etwas beschatten. Und apropos Gewächshaus, ein ganz kurzer Blick noch ins Gewächshaus. So sieht das aus, auch Tomaten drin, ein Kürbis rankt sich lang hoch, also auch ganz gut bestückt. Ja, und was jetzt noch fehlt, das sind die Hühnerausläufe weiter vorne. Die sind gegenüber vom Teich und vom Mandala-Beet. Habe ich ja noch 2 kleinere Hühnerausläufe. In dem einen Hühnerauslauf auf der linken Seite sind meine ganzen Junghühner drin. Die habe ich irgendwie ganz vergessen zu filmen. Tut mir leid, aber die werdet ihr auf jeden Fall in anderen Videos noch sehen. Und auf der rechten Seite sind ja die Sachsenhühner noch drin, wo der Henry ja jetzt nicht mehr da ist. Ja, und da habe ich zum Beispiel hier noch so eine Mirabelle oder irgend so eine Wildpflaume. Die habe ich auch mal von einer Zuschauerin bekommen. Herzlichen Dank nochmal dafür. Die bekommt hier immer Wasser. Wenn ich hier auffülle und das sauber mache, dann sammelt sich ja immer das Wasser und das bekommt ihr ganz gut. Ich schneide die dann immer schön hoch, damit ich dann oben so eine Krone mal irgendwann erziehen kann. Und hier ist auch noch eine Quitte drin, ein kleiner Quittenbaum, Topinambur, pflanze ich ja in alle Hühnerausläufe rein. Und eine rote Sternrenette hinten in der Ecke und ein Holunder. Holunder im Hühnerauslauf finde ich auch ganz praktisch, denn auch die Beeren fallen dann zu Boden und können natürlich auch die Hühner fressen. Und auch hier ist noch ein Wein drin, der sich auch sehr, sehr gut macht und wo wir auch den ersten Ertrag davon haben. Ja, ihr Lieben, unser Grundstück ist ziemlich groß. Das heißt also, unser Garten ist insgesamt 2000 Quadratmeter groß. Der ist ungefähr 100 Meter lang und 20 Meter breit. Und und dann haben wir noch das Stück ganz hinten, die Streuobstwiese, die ist nochmal so groß. Das heißt, es sind insgesamt ungefähr 4000 Quadratmeter. Und natürlich ist das ziemlich anstrengend jetzt in der Dürre, weil ich jetzt ziemlich viel wässern möchte, um meine Pflanzen einfach am Leben zu erhalten. Vor allen Dingen diejenigen, die noch sehr klein sind, die das einfach ohne Wasser noch nicht schaffen würden. Und natürlich schaffe ich das nicht, jeden Tag den ganzen Garten zu gießen. Das wäre komplett utopisch. Deswegen habe ich mir den Garten in verschiedene Teile geteilt, 5 verschiedene Teile.
Und so bekommen halt, ja, jeder Teil bekommt dann einmal die Woche Wasser. So habe ich ein, zwei Tage zwischendrin mal frei und muss nicht gießen. Zumindest ja die Gewächshäuser und auch die Jungpflanzen muss ich natürlich auch immer versorgen, ist ganz klar. Die Tiere brauchen jeden Tag frisches Wasser. Ja, die lechzen natürlich auch danach in der Hitze, ist ganz klar. Ja, und zum Schluss möchte ich noch eine kleine Ankündigung machen. Und zwar wurde ich als Sprecherin auf einen Kongress eingeladen, wo es darum geht, wie schafft man sich selbst Vorräte mit der Hilfe von Einkochen, Fermentieren, Trocknen, Dürren und so weiter. Und dort werde ich dabei sein, unter anderem auch zum Beispiel Christel Ströbel, die Kräuterfrau, oder auch Maria und Marco von Sauer macht lustig, die Experten fürs Fermentieren sind. Also wenn ihr Lust habt, dort dabei zu sein, dann meldet euch dort gern kostenlos an. Der Kongress findet vom 8. bis zum 11. August statt und ihr könnt 24 Stunden lang wirklich dort kostenlos die ganzen Interviews und Beiträge der Sprecher dort anschauen und seid dann gut vorbereitet, um euch auch selbst einen Vorrat aus eurem Garten anzulegen. Den Link dazu findet ihr in der Infobox. So ihr Lieben, das war ein kleiner Ausschnitt aus meinem Garten. Ich könnte euch hier noch so viele Einzelheiten aufzählen, so viele Pflanzen, die neu eingezogen sind und so weiter. Aber ich würde sagen, das reicht erstmal für dieses Video. Und ich werde mich jetzt noch weiter an die Arbeit machen. Ich möchte noch die Kaninchen füttern, Grünzeug suchen und ja, vor allen Dingen das Abendritual machen, die ganzen Küken einfangen und dann gehe ich auf die Couch. Ja, so ist das. Okay, also ich sage jetzt erstmal Tschüssi. Ich bedanke mich natürlich wie immer bei euch für eure herzlichen und tollen Kommentare. Herzlichen Dank, dass ihr meine Videos so regelmäßig schaut, dass ihr mich seelisch und moralisch auf meinem Weg hier unterstützt. Das freut mich echt total. Ihr motiviert mich total, auch weiterzumachen und euch das auch alles so mitzuteilen, was ich hier so mache. Und es freut mich einfach. Und ja, danke, danke, danke für eure Spenden, für eure Mitgliedschaft. Und jetzt sage ich erstmal Tschüssi und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann.